So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Rusty Lake Roots. Wir steuern ziemlich steil aufs Ende zu. Und ich glaube, das werden wir auch in der Folge erleben. Emma van der Boom, Mary, Ida van der Boom, Albert van der Boom und Samuel van der Boom. Hier ist James. Okay. Knochen. Das ist ein Knochen. Hier. Das sieht aus wie ein Oberschenkel. Ist noch. Wir haben noch einen Oberschenkel. Uns fehlt ein bisschen was. Oh ja, von jedem ein bisschen was, sagt er. Ja, klar. Von jedem nehmen wir ein bisschen was. So. Bodoman. Natürlich. Nur von Albert nehmen wir lieber nichts, glaube ich. Ist ein Kästchen. Months. Days. Okay, müssen wir gucken. Eine Hand. Oder was? Ein Fuß. Nee, ist ein Fuß. Ist noch eine Hand. Es fehlt noch ein Fuß, dann haben wir hier Kompletto. So, du sagst, das Kästchen sagt aus, die Blume und dieses Ding. Monate von denen. 10, 12, könnte 22 sein. Und die Tage von Maske und Uhr sind 33. Was haben wir hier? Stechale. Okay, dann nehmen wir halt auch von ihm was. Alles, Mann. Oder eine Taschenuhr. Okay. Wir haben die dritte Taschenuhr. Ach so, hier führt alles zusammen. Hier führt alles zusammen. Frühling 1935. Wurzeln. So, du bist hier. Ihr seid alle drei da. Das passt. Okay, wir müssen einmal Uhrzeit machen. Die Wurzeln halten die Uhr. In dem Bild muss irgendwas sein. Hier ist... Achso, wir können die einsammeln. Zunge, J1. Blut, R. Fuß, L. MS, yeah. Das ist jetzt interessant, weil damit kann ich gerade tatsächlich gar nichts anfangen. Was ist die denn? Zum Sarah, okay. Die Alchemistenbrüder. Zum Sarah. Hier ist alles drin auf jeden Fall. Der Fuß hat 5. Okay, das ist ja interessant.
Mal nochmal schreiben. Die Tränen. Tränen 1. Aber was sagt das aus? Das Hirn 2. Auge. Auge 1 ist 4. Träne 3. Fuß ist 5. Zunge 2. Auge 2 ist 1, wie mir das aussieht. Languist war das. 3 und A. Da müssen wir noch wissen, von wem was ist, ne? Dass wir das hier wahrscheinlich lesen. Oh! Oh! Was ist los? Blut. Sanguis 3. Fuß. Ein L, das ist das irreführend, oder? J 1. S ist ein Auge. S ist ein Auge mit 2. Mit 4 oder 1? Ich will mal 4 machen. Was haben wir denn noch? A, Fuß, Zähne, M ist 3. Das ist die Eider. Das ist ein Auge mit 1 oder 4. Das sind die Tränen bei, das ist mit 1, also E ist 1. Und wir haben noch bei Albert das Hirn. Das Hirn hat 2. Und das R hat 3, ne? Okay, dann müssen wir das tauschen. Hilft uns nichts. Es hilft uns nichts weiter. Also auf jeden Fall haben die beiden Augen, S und I, haben Augen verloren. Ne? Ja, M. Zeigen denn die Uhren da hinten alle an? Vielleicht können wir da was machen. Große Zeige auf 9. Kleine auf 2. Jetzt habe ich die da reingepackt. Was soll denn das? Achso. Es muss alles ausgeglichen sein. Aber muss auch alles ganz unten sein, oder? Nee, es zeigt ja an, dass es sich die Waage. Kann das überhaupt gehen? Die Augen. Die Augen.
Gibt es irgendwas, wo der Fuß komplett reindrückt? Oder muss man das nach dem Bild ordnen? Ach, Kacke, das war vorhin da noch. Das hat doch da gehangen noch. Zunge ist auf jeden Fall eins, sagt er. Und was ist denn das? Haar ist drei, kann das sein? Zunge ist eins, das Haar ist drei. So Ausgleichshand nicht. Mag's nicht. Wo alles dann gleich irgendwo sein muss. Ich weiß halt auch nicht wirklich zu 100%, wo was hin muss. Und das ist halt jetzt wieder das Problem. So. Also ich erkenne auch kein Muster irgendwie, dass ich was sagen könnte. Was sitzt die jetzt eigentlich da in der Uhr rum? Ich überlege gerade, wegen dem Stuff hier. Weil bei dem H3 steht. Weil das ist, was ich da aufgeschrieben habe, das ist völlig hinfällig, glaube ich. Soll das. Gibt es irgendein Wort? Ich hatte. Ja, aber die zwei, die gehen. Ach, jetzt aber. Nee, das reicht aber nicht. Wenn die zwei. Geht er ganz reinfahren, geht er auch nicht. Irgendwo ein Hint, ein Hinweis, ich weiß nicht. Das sind irgendwie Vierecke, das hat auch keine Bedeutung. Zähne, Auge, Auge, Tränen, Hirn. Zähne, Auge, Auge, Tränen, Hirn. Zunge können natürlich hier auch passen. Natürlich nicht. Echt nix ein dazu. Ist halt einfach
Nur schwer, ne? Ich finde nicht mal einen Hinweis dazu, das ist mein Hauptproblem. Und mit den Hinweisen, die hier hängen, kann ich irgendwie nichts anfangen. Weil das ändert ja jetzt auch nichts. Aber das hat ja, heißt ja, yo, was auf der Waage steht, dann nimm, also das ist dann die Zahl. Das ist damit gemeint. Aber wir haben jetzt hier zwei Feste, hätte ich gesagt. Und das ist einmal die Zunge auf 1, aber heißt das, die Zunge steht auf einem Einzelpodest oder heißt das, die Zunge steht auf dem ersten Platz? Und das Haar steht auf einem Dreierpodest. Das, vielleicht können wir das erstmal so sagen, quasi. Aber vielleicht müssen auch immer nur die gleichen in einer Linie sein oder in einer Reihe. Dann jetzt, was weiß ich, hier so, zack. Achso, das H war ja eigentlich eine 3, ne? Bin gerade ziemlich lost. Das muss aber ja das heißen, so J ist 1, ja okay, J ist 1, das H ist 3, aber ist der Buchstabe F, der kommt hier nicht vor, also genauso wenig wie der Buchstabe L, der kommt hier auch nicht vor. Der kommt da auch nicht vor. Wie machen wir das denn? Wenn ich einfach die Reihenfolge verstehen würde, dann wäre es halt einfach, ne? Machen wir denn jetzt? Soll das jetzt tatsächlich ausgeglichen sein, oder? Ich denke, es ist so. Ich denke, es ist so. Das nicht. Ja, das sieht gut aus. Ja, okay, wir müssen tatsächlich versuchen, alles auf eine Ebene zu bringen, ne? Okay, das passt. Die zwei passen auch schon. Das ist ja ganz gut. Das muss jetzt dahin. Deswegen die Zähne. Das passt.
Die Musik jetzt weg. Also, vielleicht können wir unseren Zettel jetzt mit den Dings doch nochmal benutzen. Das scheint gelöst zu sein erstmal.